Guten Morgen, herzlich willkommen zur PK vor dem Spiel morgen auf Schalke. Begrüße Daniel und Markus. Es wird morgen die Tageskasse nicht mehr für die Gäste geöffnet sein, weil alles ausverkauft ist. Das heißt, wir werden auch eine gute Unterstützung unserer Fans haben. Dann darf ich gleich die Fragerunde eröffnen. Herr Weinzierl, am Dienstag waren ja einige Spieler angeschlagen, noch nicht auf dem Trainingsplatz. Wie sieht es denn personell aus vor dem Spiel am Samstag? Sind alle fit, Gott sei Dank. Ragnar Glavan ist wieder gesund. Kajubi hat seine muskulären Probleme überstanden. Ansonsten die Langzeitverletzten, ist klar, sind nicht dabei. Ja, es ist quasi die nächste Chance, mit einem Sieg alles klar zu machen. Worauf wird es ankommen am Samstag? Wir müssen so weitermachen, wie wir in den letzten Auswärtsspielen agiert haben, wie wir auch gegen Köln gearbeitet haben. Wir haben eine gute Serie jetzt, die wollen wir mit allem, was wir haben, verteidigen, wollen sie ausbauen, wissen, dass es eine schwere Auswärtsaufgabe ist. Und da gehen wir optimistisch aber ran und wollen punkten. Ist es in der Vorbereitung auf Schalke anders in dieser Woche? Weil sie hat auch ziemlich vieles auf ihre Person konzentriert, auf ihr mögliches neues Arbeitsgebiet. Macht es das leichter, schwieriger oder ist es easy, business as usual? Das sieht mich nicht. Das ist eine ganz normale Woche. Wir konzentrieren uns auf das Spiel und wissen, dass wir es in der eigenen Hand haben, unser Ziel zu erreichen. Es geht um einen Klassenerhalt. Und da haben wir uns genauso konzentriert auf den Gegner vorbereitet wie sonst auch. Abstiegskampf eigentlich nie schön. Sind Sie vielleicht im Moment froh, dass Sie so ein bisschen aufs Sportliche verweisen können, müssen, weil es noch um was geht, um diese ganzen Nebengeräusche, jetzt kam die Gladbach-Nummer noch auf, ausblenden zu können? Ja, nee, das ist in der Mannschaft, bei mir, in meinem Trainerstab kein Thema, sondern wir konzentrieren uns wirklich drauf und das ist auch gut so, diese Aufgabe zu bewältigen. Es ist eine schwierige Saison gewesen, wo es noch zwei Spieltage jetzt sind und wo wir eben es in der eigenen Hand haben, unser Ziel zu erreichen. Und darauf konzentrieren wir uns und alles andere interessiert nicht. Gibt es Fragen aus der Mannschaft oder müssen Sie irgendwie was beantworten und den Jungs irgendwie sagen, pass mal auf, ich konzentriere mich wirklich hier auf alles. Also sagen Sie konkret, ich habe noch nichts unterschrieben. Nein, ich sage den Jungs, sie sollen auf die Tabelle schauen und jeder meiner Spieler weiß, dass wir noch Punkte brauchen, dass es eng ist und darauf konzentriert sich jeder. Wie reagieren Sie denn auf die Antwort vom Kollegen Breitenreiter, der gesagt hat, dass Augsburg hinter den Erwartungen gesteckt hat, eben weil sie noch im Abstiegskampf sind? Ich erinnere mich, dass Sie vor zwei Wochen gesagt haben, dass der Klassenerhalt mehr zählt als der Platz 5 aus der Vorsaison. Ich glaube, da muss ich gar nicht drauf reagieren, da hat jeder seine eigene Sichtweise. Ich weiß, wie unsere Verhältnisse sind, ich weiß, was unsere Erwartungshaltung ist und da sind wir weit drüber. Wenn wir unser Ziel erreichen, in der Liga zu bleiben, geht es uns gut. Wenn wir Zwölfter werden oder Zwölfter sind aktuell, stehen wir über den Erwartungen. Auch wenn wir unsere Erwartungen im letzten Jahr mit Platz 5 weit übertroffen haben, wir können das realistisch einschätzen. Gibt es so eine Art Matchplan? Vielleicht auch mal eine Frage an Daniel. So ein was wäre, wenn, je nachdem wie so ein Spiel läuft, beschäftigt man sich auch mit den anderen Mannschaften, wenn die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen oder spielen sie voll auf 3 Punkte auf Schalke oder kann es einen Moment geben, wo auch taktiert werden muss? Ja, wir fahren dahin, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Das ist natürlich 2 Tage vor Schluss mit der Konstellation, die es gibt. Es gibt ja viele Rechenbeispiele, von daher wird man natürlich immer mit einem Auge auch auf die anderen Plätze schauen. Allein wahrscheinlich wird, wenn die Ergebnisse schon eingeblendet werden, schaut man da mit einem Auge auch drauf. Gar kein Thema, aber wenn wir gewinnen, können alle anderen spielen, wie sie wollen, dann interessiert es nicht. Und das ist unser erstes Ziel. Und dann wird man sehen, wie die anderen Ergebnisse sind. Und vielleicht wird man dann auch darauf reagieren, aber wir gehen erstmal ins Spiel, um das Spiel zu gewinnen. Und wenn es dann zum Schluss vielleicht so sein sollte, dann kann man vielleicht darauf reagieren, aber normalerweise schauen wir nur auf uns. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder betont, dass so diese ganze Trainerdiskussion, Personaldiskussion um Markus Weinzierl Sie eigentlich gar nicht interessiert. Wie sehr nervt es aber trotzdem, dass jetzt so der nächste Verein wieder mit in der Verlosung ist mit Gladbach?
Ja, wir haben jetzt 4 Fragen gestellt bekommen, oder der Trainer, und es ging 3-mal um die Zukunft, ja. Und jedes Mal sagen wir das Gleiche und jedes Mal sagen wir, dass wir jetzt das Wichtigste ist, uns auf den Abstiegskampf zu konzentrieren, dass wir da raus wollen. Und alles andere kann dann nach der Saison besprochen werden oder auch nicht. Und von daher werden wir jede Woche das Gleiche sagen, weil es einfach auch so ist. Es ist absolut kein Thema und wir Spieler können es jetzt momentan ja eh nicht beeinflussen. Also von daher, wie gesagt, das ist euer Thema. Von daher, er war ja schon in Leipzig, da habe ich jetzt gelesen, ist ein neuer Trainer. Bei uns war schon Markus Kauczynski, habe ich gelesen, der ist jetzt anscheinend in Ingolstadt. Also von daher sind die Quellen von euch ja auch nicht so sicher. Herr Weinzierl, Sie kennen ja den FC Schalke eventuell besser wie andere Teams. Gibt es da Schwächen von dem Team, das dann auch Sie vielleicht ausnutzen können? Also Ihre Stärken, Ihre mannschaftlichen, persönlichen Stärken des Teams einbringen können, um 3 Punkte zu holen? Ich kenne Schalke genauso gut wie die anderen Mannschaften. Und jede Mannschaft hat Stärken und Schwächen. Und darauf werden wir uns vorbereiten, werden versuchen, die Stärken in den Griff zu bekommen und die Schwächen eben gezielt auszunutzen. Aber das werden wir in der Besprechung mit der Mannschaft eben ansprechen. Daniel, ihr habt jetzt 32 Spieltage gespielt und jetzt ein entscheidendes Spiel für beide Mannschaften. Schalke könnte noch in die Champions League, für euch geht es darum, die 3 Punkte zu holen, um sicher drin zu bleiben. Wie sehr freut man sich auf so ein Spiel, auf so ein Endspiel bei der Atmosphäre in der Schalke Arena? Ja, man freut sich natürlich. Auf Schalke ist immer was Schönes zu spielen, weil die Stimmung auch einfach super ist. Und wie gesagt, für uns ist es ein wichtiges Spiel. Wir hatten aber auch in den letzten 4 Spielen sehr, sehr wichtige, richtungsweisende Spiele, wo sehr viel auch auf dem Spiel stand. Mit der Situation sind wir super umgegangen, haben 10 Punkte geholt. Und von daher haben wir morgen die nächste Chance. Von daher fiebert man mit, das Ding endlich einzutüten und endlich da auch einen Schlussstrich zu ziehen. Und von daher freuen wir uns alle und sind alle heiß, dass wir da morgen das endlich zumachen können. Welche Atmosphäre erwarten Sie da, Herr Weinzierl, auf Schalke? Für die geht es ja auch um einiges. Ja, ist doch bekannt, dass eine gute Stimmung herrscht in einem tollen Stadion. Aber darauf sind wir vorbereitet. Da wissen wir, dass wir auch bestehen können. Die Bilanz schaut nicht unbedingt gut aus, weil wir die letzten Spiele dort verloren haben. Die gilt es besser zu gestalten. Wird es personelle Änderungen gegenüber der Startelf von vergangener Woche geben? Weil Kayubi ist ja wieder fit. Wird er? Werden wir entscheiden. Alternativen sind da. Müssen wir noch ein paar oder haben wir noch ein paar Stunden Zeit, bis wir es dann der Mannschaft sagen? Weil ich denke, er wäre sehr wichtig, auch gerade um die hohen Bälle vorne festzumachen oder weiterzuleiten. Möglich. Ja. Herr Weinzierl, die Schalker-Fans lesen ja wahrscheinlich auch ab und zu mal Zeitungen und haben da in den vergangenen Wochen ab und zu mal Ihren Namen gelesen. Was rechnen Sie denn, mit was für einem Empfang rechnen Sie? Glauben Sie, dass es da irgendwelche Reaktionen geben wird, irgendwie das Publikum? Nein. Herr Weinzierl, Schalke ist ja defensiv sehr anfällig, würde ich behaupten. Kann man das ausnutzen? Oder ich meine, Sie haben ja eine Auswärtsstärke, davon kann man ja schon sprechen. Ist das so ein Knackpunkt, wie man Schalke besiegen könnte? Ja, definitiv sind wir auswärts stark. In der Saison stärker wie zu Hause. Liegt uns besser, wenn wir das Spiel nicht so machen müssen, wenn wir mehr kontern können. Da haben wir unsere Stärken drin und die Bilanz spricht auch klar für uns. Und klar wird auch sein, dass Schalke auf Sieg spielt. Sie wollen in die Champions League und dementsprechend wird es werden wir in Situationen kommen, wo unsere Stärken zum Tragen kommen. Und dann hoffe ich, dass da dann auch die Schwächen ausgenutzt werden von Schalke 04. Daniel, ihr seid jetzt in der 5. Saison. Ist das jetzt gerade die schwierigste in der Bundesliga-Historie vom FCA, mit dem, dass man 2 Spieltage vor Schluss hat, noch Punkte braucht, mit den ganzen Diskussionen drumherum? Du hast ja genug Erfahrung hier in Augsburg. Überhaupt nicht. Also wir hatten schon viel, viel schwere Situationen. Gerade die erste Saison sind wir nach Gladbach gefahren, haben was geholt müssen. Wenn ich mich daran erinnere, im zweiten Jahr, wie wir hier zu Hause gegen Fürth das Endspiel hatten, dass wir überhaupt in die Relegation kommen,
müssen wir gewinnen. Dann war die Konstellation so, dass Hannover, glaube ich, gewonnen hat und uns dadurch gerettet hat direkt. Also die waren schon viel schwerer. Also wir könnten jetzt auch eine viel schlechtere Situation haben. Wir könnten nach Schalke fahren und müssten da gewinnen, dass wir überhaupt in der Liga bleiben. Also wir haben momentan, finde ich, noch eine sehr komfortable Situation. Und wir haben einen positiven Druck. Wir können am Samstag alles klar machen, wenn wir gewinnen. Und wir können sogar noch darauf hoffen, wenn die anderen Mannschaften nicht gewinnen, dass wir es auch so schaffen. Also von daher wissen wir, dass wir noch nicht durch sind und werden auch alles dafür tun, dass wir morgen was holen. Aber ich denke, die Ausgangssituation könnte viel schlechter sein für uns. Also es gibt viele Mannschaften, die gerne mit uns, denke ich, tauschen würden. Und von daher auch in dem Betracht, dass man uns ja gesagt hat, dass das die schwerste Saison wird mit der Dreifachbelastung, wenn man dran denkt, nach dem 12. Spieltag war man mit 6 Punkten fast abgeschlagen. Also von daher haben wir da richtig Boden gut gemacht und finde ich, haben eine sehr gute Ausgangssituation. Wie erklärst du den Zwischenspurt mit den 4 Spielen, den 10 Punkten? Was macht euch da stark oder was ist die Stärke, die ihr da ausspielen habt können? Also für mich persönlich sind das Kleinigkeiten. Also wir haben jetzt auch nicht unbedingt viel besser gespielt wie vorher. Wir stehen defensiv auf jeden Fall besser, wir bekommen viel weniger Gegentore, aber wenn man ehrlich ist, die letzten Spiele haben wir jetzt auch nicht so die Torchancen rausgespielt, wir waren aber brutal effizient. Also wenn ich an das Bremen-Spiel denke oder an das Wolfsburg-Spiel denke, da haben wir vielleicht insgesamt 5, 6 Chancen gehabt, aber die haben gelangt und das war unser großes Plus in den letzten Wochen, wo wir einfach fast mit jedem Schuss ein Tor gemacht haben und ja. Das ist, denke ich, jetzt so der größte Unterschied, warum wir dann jetzt in den letzten Wochen so gepunktet haben. Und woher kommt die mentale Stärke der Mannschaft? Dass, sag mal, man kann ja auch an sowas auseinanderfallen. Ja? Man muss nicht unbedingt 4 Spiele hintereinander. Ich denke, das war immer unser Plus, dass wir als Mannschaft, als Verein da zusammenhalten, da keine Unruhe reinkommt, egal wie es in der Tabelle ausschaut und von daher ist das in den letzten Jahren einfach, finde ich, so zusammengewachsen, der ganze Verein, die Mannschaft, dass wir da zusammenhalten, dass wir zusammenstehen und auch wieder wissen, dass wir da zusammen aus der Situation rauskommen können. Und bei uns gibt es keinen, der da irgendwie neben rausschießt und von daher sehe ich das so als großen Pluspunkt. Wenn ich da was dazu sagen darf, wir waren in den ersten 12 Spieltagen Letzter. Und wenn man die Tabelle nimmt vom 13. Spieltag bis zum vorletzten Spieltag oder bis zum letzten Spieltag, sind wir auf Tabellenplatz 4. Also würde ich es nicht auf die letzten 4 Spiele jetzt beschränken, den Aufschwung, sondern es ist einfach so, dass wir den Start in den Sand gesetzt haben und seitdem, denke ich, eine gute Saison spielen, eine ordentliche Saison spielen. Und wenn man sich die Läufe anschaut, dann sieht man ja, zum Ende der Hinrunde hat es beim FCA funktioniert, jetzt funktioniert es auch wieder. Woher kommt die Coolness? Also setzt man sich dann nochmal der Gegner eine Rolle. Und vielleicht liegen uns die Gegner zum Ende besser. Vielleicht ist es so. Oder vielleicht ist der FC einfach nervenstark und cool genug. Beides. Jetzt habt ihr letzte Woche am Freitag gespielt. Die anderen haben nachziehen können und haben das dann ja, dummerweise auch zum Teil oder guten Teil getan. Welche Gedanken gehen einem da so durch den Kopf, wenn man am Montagabend dann das Bremen-Stuttgart-Spiel sieht? Und man hat sich ja doch gehofft, dass vielleicht der entscheidende Schritt letztes Wochenende schon fällt. Beantworten möchte. Ich glaube, dass ich habe nicht genau gewusst, was an mir am liebsten ist, wenn ich ganz ehrlich bin, wer am Montagabend gewinnen soll. Weil es so ist, dass die Konstellation generell eng ist. Und weil es auch so ist, wenn man sich den Abstand jetzt anschaut, von Platz 8 auf Platz 17 sind es nur 8 Punkte. Und das spricht für die Bundesliga. Und da musst du dann eben auf dich selbst schauen und selbst deine Punkte holen. Und dann sind die Gegner jetzt nicht so interessant, wie einzelne Paarungen laufen. Natürlich hätte es einen Tick besser laufen können am Wochenende, aber wichtig ist, dass wir unsere Punkte holen. Und wir haben 10 Punkte geholt in den letzten 4 Spielen und so machen wir weiter. Daniel hat schon gesagt, wenn auf der Anzeigentafel die Ergebnisse kommen, wird das Auge nach oben wandern. Da dürfen Betreuer oder sonstige bei Ihnen in der Kabine oder außenrum mit dem Handy schauen oder ist das verboten morgen? Ich glaube, das verbietet der DFB oder die DFL, oder? Dass man technische Hilfsmittel auf der Bank benutzt. Aber ja, aber im Kabinenbereich dürfen Sie ja eingesetzt. Wir werden es schon wissen.
Herr Weinziel, es gibt mit Frankfurt, Bremen und Stuttgart drei Mannschaften, die auch hinter Ihnen im Moment noch stehen und die hinten drin stehen. Drei der oft zitierten Großen der Bundesliga. Andererseits sind aber Augsburg oder auch Mainz oder vielleicht auch Ingolstadt weiter nach vorne, rutschen oben in die Tabelle. Sehen Sie da so ein bisschen eine Wachablösung in der Bundesliga? Nein, ich sehe, dass kleine Vereine auch gute Arbeit abliefern können und dadurch natürlich dann auch überraschen können und Tradition nicht automatisch dann auch Punkte bringt. Und das ist vielleicht die Erkenntnis, dass man als Aufsteiger, wenn man wie Ingolstadt zum Beispiel vieles richtig macht, erfolgreich sein kann. Und wie auch wir in den letzten Jahren agiert haben, wenn du vieles richtig machst, dann kannst du erfolgreich sein. Und dann kannst du auch klanghaftere Namen, Vereine hinter dir lassen. Und das ist vielleicht nichts Neues, aber in dem Jahr auffällig. Ein Traditionsverein, der die letzten Jahre schon immer in der Verlosung da unten mit drin war, ist der HSV. Der kommt am letzten Spieltag hierher. Was wünschst du dir für diesen Spieltag? Wie muss das Ganze aussehen? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir in das Spiel gehen und sind durch, dass der ganz große Druck vielleicht weg ist. Aber auch wenn es nicht so sein sollte, ist auch was Besonderes, so ein Spiel, wenn du weißt, du musst was holen. Hatten wir in den letzten Jahren auch immer wieder. Also ist auch was Besonderes für einen Fußballer, für einen Sportler, auch für die Zuschauer. Natürlich würde man sich vielleicht den Druck gerne ersparen, aber wenn es so kommt, dann ist es so. Aber wie gesagt, jetzt haben wir erstmal morgen Schalke vor der Brust und wollen da versuchen zu punkten, zu gewinnen. Und dann schauen wir, wie der ganze Spieltag verläuft und dann widmen wir uns den letzten Spieltag gegen Hamburg. Spielt es eine Rolle, wenn man nach Schalke fährt und irgendwie im Hinterkopf hat, man hat da noch nie gewonnen? Oder ist das irgendwie, ist das ein blödes Gefühl oder kann man das völlig ausblenden? Ja, es ist vielleicht schon irgendwo im Hinterkopf. Du wirst darauf angesprochen, wie jetzt zum Beispiel. Und gegen Stuttgart hat man, finde ich, auch ein besseres Gefühl, wenn man in so ein Spiel geht, weil du weißt, du hast so eine Serie gehabt. Und das spielt schon irgendwo im Hinterkopf eine Rolle. Aber es geht morgen von vorne los und wir haben morgen die Chance, einfach auch die Serie da irgendwie zu stoppen. Und ich bin guter Dinge, dass das morgen der Fall sein wird. Kann man das irgendwie begründen, dass euch gerade Schalke nicht liegt? Gegen fast alle anderen Spitzenmannschaften habt ihr schon mal Sensationen oder Überraschungen geschafft? Oder ist das einfach Zufall oder blöd gelaufen? Ich denke, das ist blöd gelaufen, weil wir zu Hause gegen Schalke auch schon gewonnen haben und auch gut Spiele abgeliefert haben. Und auf Schalke haben wir, glaube ich, auch mal eine rote Karte bekommen. Und das ist irgendwie auch viel gegen uns gelaufen. Also das ist dann, denke ich, auch jedes Spiel einzeln zu betrachten und von daher, wie gesagt, ich fahre jetzt nicht nach Schalke und habe Angst, oder weil wir da noch nie gewonnen haben, im Gegenteil. Wir wollen die Serie auf jeden Fall unterbrechen. Du hast vorhin angesprochen, ihr wart in den letzten Spielen sehr effektiv. Jetzt am Freitag habt ihr aus meiner Sicht das beste Spiel der letzten Wochen gezeigt, aber das Tor nicht gemacht. Was müsst ihr besser machen auf Schalke, dass beides kombiniert wird? Die Effektivität und das schöne Spiel oder das gute Spiel? Ja, es wird morgen auch wieder ein anderes Spiel, wie es jetzt Freitag zu Hause gegen Köln war. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit lange in Überzahl gespielt, da waren wir dann sehr dominant. In der ersten Halbzeit fand ich Köln auch sehr gut, eine gute Spielanlage gehabt. Da war es schwer, da haben sich, finde ich, beide Mannschaften neutralisiert, wenig Torchancen. Und wir haben es aber nicht geschafft, am Freitag in Überzahl wirklich den letzten finalen Pass zu spielen. Sich da hundertprozentige Torchancen rauszuspielen. Wir hatten ein paar kleinere. Wie gesagt, in den letzten Spielen haben wir die gemacht, aus dem Nichts fast. Und wir müssen morgen dann auch versuchen, so effizient zu sein wie in den letzten Auswärtsspielen auch. Gut, dann herzlichen Dank. Bis morgen.